Auftakt zum JTFP-Turnier im Rollstuhlbasketball. 7 Mannschaften haben es ins Finale nach Berlin geschafft. Top-Favoriten sind die Anna-Freud-Schule aus Köln und die Karl-Friedrich-Gauß-Schule aus Hemmingen in Niedersachsen. Rollstuhlbasketball ist der Inklusionssport schlechthin. Hier spielen Jungen und Mädchen gemeinsam in einem Team und natürlich dürfen auch Nichtbehinderte mitmachen. Unser Sport ist inklusiv. Bei uns spielen ganz normale Leute mit, die setzen sich im Rollstuhl und haben Spaß. Spaß an seinem Sport hat auch Alexander Budde. Gemeinsam mit Annalena Hennig besucht der 17-Jährige die 10. Klasse der Karl-Friedrich-Gauß-Schule, die als eine von nur 4 Eliteschulen des Sports auch Sportler mit Behinderung aufnimmt. Wir haben natürlich durch unser Sportinternat sowie die Eliteschule des Sports eine super Möglichkeit, vom Training her sowie aber auch von der Schulbetreuung. Und wir sind eine der wenigen Schulen, die überhaupt dieses Inklusionsangebot anbieten. Und ja, dadurch haben wir natürlich die besten Voraussetzungen, das so umsetzen zu können. Alexander Budde und Annalena Hennig haben diese Voraussetzungen bis in die Jugendnationalmannschaft gebracht. Alexander ist sogar Kapitän der U19-Nationalmannschaft und möchte auch in der U23 eine wichtige Rolle bei den anstehenden Aufgaben spielen. Dieses Jahr steht auch noch die U23-WM in Toronto an, wo wir auch versuchen werden, den Titel zu verteidigen. Also wir sind amtierender U23-Weltmeister und ja, da ist natürlich das Ziel, dies wieder zu erreichen. Mit solchen Zielen kann es mitunter schwerfallen, die nötige Konzentration für ein JTFP-Gruppenspiel aufzubringen. Als die Hemminger gegen starke Kölner mit 0:7 zurückliegen, nimmt Trainer Philipp Küster seinen Kapitän in die Pflicht und der zeigt, was er kann. Mit solch starken Aktionen führt Alexander sein Team zum letztendlich leistungsgerechten 8:7 Erfolg. Doch gewonnen ist damit noch nichts. Gut möglich, dass sich beide Teams morgen im Finale wiedersehen.